Moin moin und herzlich willkommen jetzt zu Teil 4 des Java Tutorials. Hier geht's wieder um den größten gemeinsamen Teiler, kurz GGT, diesmal in einem JFrame. Deswegen speichern wir jetzt schon mal einmal das JFrame, ggt.java. So, das ist schließlich wieder wie vorher. Ich habe wieder unser Struktogramm hier mit aufgemacht, damit wir uns danach wieder halten können. Ist im Prinzip ja genau das gleiche, wie wir vorher gemacht haben mit dem Konsolenprogramm, nur dass es halt jetzt kein System Out gibt und auch keinen Scanner, also keinen Java-Scanner mehr, da wir alles in Eingabefelder einlesen werden, beziehungsweise der Benutzer das einlesen wird. Ja, GGT fängt erstmal mit LeaseM ein, LeaseN ein. Und jetzt ist das hier ein bisschen anders. Das hier ist ja unser Applet, unser Frame, was wir nachher, ja, wie es nachher fertig aussieht. Das können wir jetzt bearbeiten. Dazu klicken wir oben auf Swing 1. Können wir erstmal ein Textfeld, wo nur wir was reinschreiben können, hier einfügen. Bisschen größer machen, so. Und erstmal diesen Titel hier ändern. In zum Beispiel, das habe ich mir hier aufgeschrieben, größte gemeinsame Teiler. Was für ein Wunder. Größter gemeinsamer Teiler. So, weiter oben haben wir jetzt den hier erstellt. Wie in dem letzten Video schon gesagt, unter Attribute wird das erstmal definiert, beziehungsweise deklariert. Und unten können wir dann was einfügen. Zum Beispiel den größten gemeinsamen Teiler berechnen. So, jetzt brauchen wir natürlich zwei Zahlen vom Benutzer, Zahl 1 und Zahl 2. So, die machen wir ein bisschen kleiner, die brauchen ja nicht allzu groß sein. Das nehmen wir rein, so. Und einen Button brauchen wir, auf den der Benutzer klicken kann. Da wollen wir auch nicht J-Button drin haben, sondern da wollen wir ein Okay drin haben. Zusätzlich sollten wir den Benutzer noch darauf hinweisen, hier so, Zahl 1 oder besser erste Zahl und das gleiche auch noch mal hier. Erste Zahl Doppelpunkt. Und die zweite, na, das war ICQ, zweite Zahl Doppelpunkt. Wenn wir uns das jetzt soweit schon mal anzeigen lassen hier, dann sieht das so aus. Hier sehen wir jetzt, das Feld ist nicht groß genug, es wird nicht alles angezeigt, deshalb machen wir das jetzt einfach mal ein bisschen größer. Und hier genauso. Und das reicht jetzt. Und einen OK-Button haben wir. Jetzt möchte ich, weil ich es persönlich sehr schön finde, noch bei Swing 2 eine Trennlinie. J-Separator nennt sich das. Und die ziehe ich hier ganz lang. Und hier unten soll halt der ausgegeben werden, was errechnet wurde. Das heißt,
Hier schreibe ich rein. Der GGT ist Doppelpunkt. Kommt ein bisschen nach links und dann kommt noch ein weiteres Feld hier rechts rein. Da können wir dann nachher reinschreiben. Der GGT ist 5 oder so. Das kopiere ich mir mal. So. Und einmal auskommentieren. So, jetzt haben wir unseren Button hier mit drin. Button 1, To-Do-Quelltext. Das hier funktioniert nicht so. Hier können wir keinen Quelltext reintun. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall muss der Quelltext hier oben rein. Wo unser J-Button 1 und so weiter und so weiter steht. Halt da, wo wir den Button definiert haben. Machen wir einfach hier ein paar Zeilen uns Platz. Und dann können wir auch schon anfangen. Nämlich. Ist das wie beim normalen Konsolenprogramm, dass wir da jetzt reinschreiben können, sobald ich das hier in meinem Skript gefunden habe. Ich könnte es natürlich auch freihand machen, aber ich möchte natürlich so eine bestimmte Ordnung drin haben, damit ihr die seht und damit man das auch gut nachvollziehen kann. Erstmal die ganzen Variablen definieren. Das heißt int Zahl 1, Zahl 2, m, n, r. Genauso wie vorher. Das reimt sich sogar. Als nächstes Zahl 1 ist gleich Number field 1.get int. Ist im Prinzip das gleiche wie mit der Konsole, nur dass die halt nicht Scanner, also CT oder SC oder was wir da hatten, vorsteht. Und hier halt getInt und nicht nextInt steht. So, dementsprechend ist Zahl 2 number field 2.getInt. So, die gleiche Abfrage, if Zahl 1 ist größer gleich, ups, das muss andersrum, größer gleich, Zahl 2. Dann m ist gleich Zahl 1, n ist gleich Zahl 2, else n ist gleich Zahl 2, n ist gleich Zahl 1. Ist im Prinzip genau der gleiche Quellcode wie bei der Konsolenanwendung, deshalb könnten wir den jetzt eigentlich auch kopieren, aber ich mache das ja gerne neu. So, dann wieder r ist gleich m durch n oder auch m modulo n sehen wir in unserem Struktogramm. Setze er Rest von m mod n. So, jetzt kommt unsere While-Schleife wieder. Kein Plus, ein Enter. So, while r ungleich 0. M ist gleich n, n ist gleich r und r ist m modulo n. Wenn wir denn letztendlich aus der While-Schleife draußen sind, habe ich mir ja vorhin schon kopiert, dieses J-Label. 5, SetText, geben wir da einfach noch aus und das mache ich mir eben auch kurz anders. Das hier habe ich vorher schon ausgegeben, das zeige ich euch gleich, was das bewirkt mit dem der GGT ist. Hier schreiben wir auf jeden Fall, weil man mit SetText nur einen Text ausgeben kann und ich nicht dieses Nummernfeld reinmachen will, da sonst. Na, dann kurz ändern, dann kann ich es euch zeigen. Na, was ist denn jetzt falsch? Ah, ich habe natürlich das J davor vergessen. J Number
Chain Number. Und hier genau das gleiche Chain Number Field. Was ich meinte ist, diese Zahlenfelder werden immer angezeigt, auch wenn da gar nichts drin steht. Hier ist jetzt noch ein Textfeld, da steht nichts drin. Aber ich kann hier in dem Textfeld halt nicht nur eine Zahl ausgeben, sondern muss erst einen String, dann ein Plus und dann kann ich eine Zahl noch ausgeben. Ihr habt es jetzt schon gesehen, das hier meinte ich, der GGT wird immer angezeigt hier, deswegen kommentiere ich das hier unten mal kurz aus und schreibe das hier mit vor, also in diese Button-Klammer. Wenn ich jetzt das ausführe, sieht man schon, hier wird nichts mehr angezeigt. Erste Zeile gebe ich ein 18, zweite 12, jetzt sollte 6 rauskommen. Okay, der GGT ist 6. Funktioniert also. Jetzt finde ich das hier noch ein bisschen zu hoch. Habe ich mal ein bisschen geändert kurz. Sieht das schon ein bisschen besser aus. Jetzt fehlt da irgendwas, was ich gerade rausgenommen habe. Wahrscheinlich der Button, der unten aber noch ist. Ach ja, ich muss ja auch was eingeben, sonst geht's natürlich nicht. So. So sieht's am Ende aus. Funktioniert alles. Hält sich streng genommen an diesen GGT, an dieses GGT-Struktogramm. Und ja, was ich letztes Mal bei dem ersten Hello World Programm vergessen habe, wenn man diese Datei hat, also ein JFrame, ein JDialog oder ein JApplet, kann man hier in dem Programm auf Start und auf JAR-Datei erzeugen gehen. Wenn ich dann in dem Ordner mal gucke, dann gibt es hier die JAR-Datei, die ich dementsprechend auch ausführen kann. Das konnte ich vorher mit der Class nicht. Komme ich nun in Dialog mit, was soll das geöffnet werden? Die JAR-Datei kann nun aber geöffnet werden. Problem ist nur, mit Konsolenprogrammen kann ich diese JAR-Datei nicht öffnen. Da brauche ich also ein extra Programm, zum Beispiel mit C++, das mir dann diese Datei mit Java öffnet. Aber die JAR-Datei halt dementsprechend kann so geöffnet werden. Vorausgesetzt natürlich, Java ist auf dem PC installiert. Aber das sollte bei dem, was wir hier machen, natürlich Voraussetzung sein. Ja, Sachen werde ich wie immer hochladen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und bis dann.